Hey Leute, Minecraft ist ja das beliebteste Spiel aller Zeiten und aufgrund der unzähligen Möglichkeiten, die man in diesem Spiel hat, wird es niemals langweilig und ist immer noch brandaktuell. Manche Gamer oder eher Künstler haben es sich zur Aufgabe gemacht, unfassbar große Gebäude, Figuren und Welten nachzubauen oder eigene zu erfinden. Daher haben wir heute für euch 5 unfassbare Minecraft-Bauwerke, die man unbedingt gesehen haben muss. Los geht's! Nummer 5. Dieses Final Fantasy Megabild zeigt die Welt aus Final Fantasy 15 in einer ganz speziellen Minecraft-Version. Das Team von Team Ethos Pix hat hier Unglaubliches erschaffen. Schaut man sich die Kamerafahrten durch diese Welt einmal an, erkennt man erst auf den zweiten Blick, dass es sich hierbei wirklich um Minecraft handelt, und noch unvorstellbarer ist die Tatsache, dass alles, was ihr hier gerade seht, aus einzelnen kleinen Blöcken von Hand zusammengebaut wurde. Machen wir weiter mit der Nummer 4. Wüstendörfer gibt es ja in Minecraft ohne Ende. Die kleinen Dörfer werden ab und zu automatisch vom Spiel generiert und der Spieler findet dort kleine Schätze, aber auch gemeine Fallen. Der YouTube-Kanal Jerracraft hat das Ganze jedoch auf ein völlig neues Level gehoben. Zuerst schuf er in der Wüste einen gigantischen Krater und baute die erste Pyramide. Nach und nach kamen dann immer mehr Details, wie zum Beispiel diese Brücke hinzu, bis letztendlich ein unfassbar großer Wüstentempel entstanden ist. Einfach unfassbar, dieses Bauwerk, das nicht nur von außen gut aussieht, sondern sogar von innen, da es vollständig ausgebaut wurde. Und damit kommen wir zur Nummer 3. Auf dem Kanal Seth Bling kam Ende 2016 ein unglaubliches Video online, was zwar von unserer Nummer 1 noch getoppt wird, aber dennoch einfach unfassbar ist. Was ihr hier seht, ist tatsächlich ein Atari 2600 Emulator in Minecraft. Mithilfe von unzähligen komplizierten Schaltungen kann dieser Emulator tatsächlich verschiedene Games laden. Leider läuft das Ganze noch sehr langsam, aber dennoch muss ich sagen, dass der Erschaffer hier Unglaubliches geleistet hat. Und damit sind wir fast am Ende und der Nummer 2. Unser nächstes Bauwerk bzw. unsere nächsten Bauwerke sind verschiedene Figuren aus Games wie zum Beispiel Pokémon, Metroid, Super Mario und vielen anderen. Das Besondere an diesen Figuren ist, dass sie einfach unfassbar groß sind und mit sehr viel Detailliebe erschaffen wurden. Also meine Lieblingsfigur ist auf jeden Fall Glurak. Welche gefällt euch am besten? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Bei der Nummer 3 haben wir euch ja schon gesagt, dass es noch krasser wird, und hier haben wir jetzt einen Emulator, der die rote Edition von Pokémon emuliert. In einer liebevoll gestalteten Welt steht ein Gameboy, der sich starten und bedienen lässt. Im Gegensatz zum Atari-Emulator läuft dieser hier jedoch fast so schnell wie ein echter Gameboy, und auch wenn das Spielen ein wenig umständlich ist, hat der Erschaffer auch hier etwas geschaffen, von dem die wenigsten von uns in der Lage sein dürften. Im Endeffekt hat der Kerl einfach in Minecraft einen kompletten Gameboy gebaut. Verrückt. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch mal einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid. Hier haben wir jetzt noch 5 brandneue Videospiele, die auf der Gamescom vorgestellt wurden für euch. Zum Anschauen einfach in die Mitte auf das Video klicken. Ansonsten war es das auch schon wieder für heute. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.